Yeah!
So, unmittelbar nach dem Spiel hier heute in der Halle, erste Heimspiel, Regionalliga Damen, Grün-Weiß. Das Ergebnis steht noch dran, 34-31, das kann man ja sagen, die Heimpremiere verloren. Aber wenn man sich das Spiel anguckt, das war nicht notwendig. Nee, also das muss man schon sagen, das hätten wir heute doch tatsächlich noch auch drehen können, mindestens unentschieden war drin. Ich glaube, man muss auch nicht enttäuscht sein. Es gibt natürlich so ein paar Phasen, das muss man sehen. Ich glaube, das ist auch ein Lernprozess. Aber ich glaube, man hat deutlich gesehen, dass man mithalten kann. Und das macht einen eigentlich für die nächste Zeit hoffnungsvoll, dass wir das auch schaffen können, dann da mitzuhalten. Dann, ne? Wenn wir da den einen oder anderen Fehler ablegen und dann wird das schon klappen. Dann, ne? Also mal ganz kurz, die erste Halbzeit begann ja eigentlich für das Team sehr, sehr nervös. Dann eben auch sehr schlecht vom Ergebnis her. Und die zweite Halbzeit hat ja genauso begonnen. Also man hätte ja hier in den wichtigen Phasen, wo man wieder bis auf zwei Tore ran war, vielleicht sogar hier heute mit einem Unentschieden oder auch einen Sieg gehen können. Sagen wir mal, erste Heimspiel, etwas nervös, gute Stimmung, tolle Fans. Und da habe ich noch eine Frage, Thorsten Fetjeneuer ist ja hier auch der Präsident von Grün-Weiß. Mhm. Das war ja erst das erste Spiel. Es gibt noch viele Heimspiele und dann sicherlich auch viele Auswärtsspiele. Wo soll insgesamt der Weg hingehen? Ja, also entscheidend ist für uns, dass wir hier lernen wollen und wollen uns natürlich in der Liga halten. Das ist ganz wichtig. Wir versuchen, denke ich, einen guten Mittelplatz zu kriegen. Das wäre schon eine sehr gute Überraschung. Aber ich glaube, das Potenzial hat die Mannschaft. Die ist jung und wenn sie dazu lernt, und das wird sie, auf jeden Fall, glaube ich, werden wir das schaffen. Dazu brauchen wir natürlich eine tatkräftige Unterstützung der Zuschauer und hoffen natürlich, dass sie das so annehmen und das dann eben auch in den nächsten Heimspielen uns dann auch so beweisen werden. Und dann, glaube ich, werden wir auch die Erfolge einfahren und dementsprechend vielleicht das Ziel erreichen. Das ist unser Ziel. Warst du zufrieden heute? Heute am Sonntag, 16.45 Uhr, ist ja etwas ungewöhnlich, aber so wie wir die Stimmung hier miterlebt haben, sind auch die Fans, denke ich mal, nicht enttäuscht. Sicherlich, wenn man das Spiel gesehen hat, das haben wir ja eben gesagt schon, war mehr drin. Aber wenn die Halle weiter so gut besucht wird, dann ist man doch auf einem guten Weg. Doch, das glaube ich auch. Also ich glaube, da braucht sich keiner verstecken. Das war eine ganz vernünftige Sache. Und ich glaube, wir hoffen, dass wir ein paar Zuschauer noch dazugekommen, dass wir sie noch voller kriegen. Und denn die Stimmung ist dann sehr gut. Das merkt man, das hat man heute so gesehen. Ich glaube, enttäuscht ist wirklich keiner. Und darauf bauen wir, glaube ich, können wir gut aufbauen. So, und ich möchte natürlich noch abschließend darauf hinweisen, wir haben unser nächstes Heimspiel hier bei den Damen, Grün-Weiß, schon am kommenden Samstag. David, zu Gast sein Buxtehude Team 2, ist ja auch ein großer Name. Und da wünschen wir natürlich dem Verein Grün-Weiß, zwischendurch gibt es ja kein Auswärtsspiel, also zwei Heimspiele, das ist ja schon was. Vielleicht dann ein Happy End und vielleicht ein nicht ganz so nervöser Beginn. Und Herr Fädchenheuer, der Thorsten und der Stefan sagen Tschüss hier aus der Halle. Man nennt sie auch die Hölle an der Reiferbahn. Tschüss. Tschüss.